Hallo und herzlich willkommen zur 26. Folge von Raft the Multiplayer. Ich finde, die Musik ist sehr, sehr gut dazu gedroppt. Drop. Ja, passend zum Drop der Musik. Was ich gestern letzte Folge noch, oder vorletzte Folge sogar schon noch vergessen habe zu erwähnen, wir haben jetzt nicht nur eine Tröte, eine andere Tröte, sondern wir haben auch ein Horn. Krass. Und ich finde, das nächste Mal, wenn wir einen Bossfight haben wegen irgendwas... Nein, man kann es nicht, man kann es... Dann blasen wir zum Kampf. Man kann es nicht blasen, wenn man es in der Hand hat. Das finde ich doof. Das ist schade. Okay, also gehen wir mal. Wie viele Bossfights haben wir denn noch vor uns eigentlich? Wir können den Bossfight vielleicht wiederholen. Hoffentlich null. Vielleicht gibt es ja noch etwas nach Utopia, irgendwie so ein Secret-Ding. Ja. Es gibt ja dann noch unser Steg funktioniert schon mal nicht mehr, weil wir umgebracht ja, haben. Der war auch nur in der ersten Folge, der funktioniert. Das tut auch wieder. Nee, Pascal hat nochmal umgepackt, ist nochmal raus und wieder reingefahren, weil Thumbnail machen und dann sind wir nochmal raus und wieder reingefahren wegen Farbe und. Ja, bitte endlich, weil das Tierdingens hier fertig ist und unser Raft hat die finale Größe erreicht. Ich habe alles gebaut, was ich bauen wollte an Größe. Ich finde die Segel oben auch sehr schön. Also Leute, ich gehe jetzt zum Gefängnis, ne? Weil ich jemanden mitnehmen möchte. Ja, ich komme gleich. Wo seid ihr? Wo wohl? Alter, wie lange? Bra. Wir sind zwei Folgen hier und du hast immer noch keinen Plan, wo irgendwas cool, ist. Nein, ich hab tatsächlich keine Ahnung von irgendwas hier, das ist richtig. Pascal, wo bist denn du? Wetten, wir werden gleich festgenommen? Öffnen Sie die Tür. Wir sind, glaube ich, noch näher ran. Ja, jetzt. Oh Gott, eine Story-Sequenz. In Raft. Itself broke civilization. The survivors were left with nothing. Yet they persisted. The forward scouts rose up from the wreckage, defied our flooded world, and brought back hope. Now Utopia stands free once again, thanks to their actions. With this final chance, we can begin the slow and difficult road to recovery. From today on, we are all forward scouts, ready to discover the next step for humanity. Das war gerade creepy, wie wir alle aneinander gestanden haben. Ola? Man kann mit allen sprechen. Oh mein Gott. Es gibt hier jetzt Vending Machines. Ja, Vending Machines, Knoblauch. Ich habe kein Trinken mehr. Pascal, hinter dir, da. Hier gibt's, man kann in diesen Vending Machines auch diese ganzen schönen Lampen, die hier überall hängen, kaufen. Ach, das ist der Ort, wo wir den Bossfight hatten. Und man kann diese ganzen Gegenstände, die hier frei rumliegen, die kann man wahrscheinlich, kann man alle nehmen. Aber hier kann man mit Olaf sprechen. Warte, mit Olaf? Ja. Sagen die irgendwas Interessantes? Nein. Wir sind ja auf dem Marktplatz. Ja, wir sind die starken Altführer. Ich spreche nochmal mit Olaf, könnte das sein. Ja, das ist schön, dass man von hier aus unser gepacktes Raft so schön sehen kann. Ich lasse mich nicht weiter beleidigen. Er ist einfach nur grumpy und beleidigt alles und jeden. Ist halt traurig, weil sein Kuh nicht funktioniert hat. Utopia-Kräuter? Medium Spender. Yay, Geld ausgeben. Das ist alle verschiedene Versionen von Utopia-Kräutern. Ernsthaft? The fuck? Hä? Hier? Utopia Vending Machines. Ja. Aber da gibt's denn zu jedem ein Rezept oder eins, was? Eins, zwei, drei, keine Ahnung. Was sind ich all die Kräuter, auch die ich in einer Vending Machine lauter so Deko-Zeug. Kauf mir einen Traumfänger.
Ich glaube, wir können am Ende jetzt auch nochmal unser Haus, wie es in voller Fülle ist, nochmal zeigen, weil ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die Leute alle Räume, so wie den Aufenthaltsraum und sowas eigentlich. Das genau kann, wenn du mal appreciated werden. Wie es jetzt aussieht. Toilette, ganz wichtig. Wo geht's hier eigentlich raus? Sieht man das Raft sehr schön. Das ist halt eine gute Frage. Wo geht es hier raus? Durch den Aufzug. Wo? Hanna, du schaffst das schon. Ja, ich glaube auch an mich. Genau, ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch Ideen habt, was wir hier noch hier drauf bauen können, auf dieser Fläche hier. Vielleicht eine Tanzfläche, eine Partyfläche oder so, keine Ahnung. Ja, oder irgendwie so eine Outdoor-Sitzecke noch. Also ja, die Utopia-Kräuter, die sind so im Hinhängen. Ah, Deko-Kräuter. Ja. Könnte man eigentlich in die Küche hängen. Das stimmt. So aus dem Urlaub in irgendwelchen subtropischen Ländern kennt, wo auch über so getrocknete Kräuter rumhängen. Ja, genau, deswegen will ich sie in mein Zimmer hängen. Weil mein Zimmer noch nicht fertig ist. Okay, dann benutzen wir einfach eins von jedem in die Küche und den Rest benutzt ja dann jeder für sein Zimmer irgendwie. Oh, so Knoblauch hier an der Wand. Oh, und Zwiebel und oh, so schön. Und hier hängen die Jalapenos von der Decke. Das einfach über meinen Schreibtisch. Wunderbar. Nein, ich habe hier ein Segelschiff-Mobile. Also, so kann sich das sehen lassen, ne? Oh, das ist ja ein Deko-Feuerwerk hier. Mobile. Kann man eine Tür noch wieder abbauen? Türen? Ja. Klar. Mit der Axt. Mit der Axt, ja. Na gut, Tobi, ich würde sagen, gehen wir mal kurz überall durch. Ja. Ich hänge hier noch gerade mal so ein paar Lampen. Haben wir den Schmelzer, den Gott denn schon gezeigt? Die habe ich gerade eben am Anfang der Folge gezeigt, ja. Ah, okay. Mit unserem neuen Hinterausgang. Wie groß ist das? Ah. Ist ja schön. Oh. Genau, das ist die Schmelzecke. Warte mal, hat irgendwer gerade mal eine Kiste, wo ich ein ganzes Zeug. Hanna, ich habe deine Kräuter habe ich in die Schmelzkiste getan oder hast du noch eigene? Ich habe eigene, danke. 35 Verkaufsautomatenmünzen haben wir noch. Mhm. Wo gelten die eigentlich überall, Gott. Die Verkaufsautomatenmünzen? Auf ganz restlich Erde. Leine, los! Restlich Erde, auch ein schöner Landesname. Wollen wir ein bestimmtes Ziel anwählen oder einfach so rum die Gegend fahren? Einfach rumfahren. Gucken, wo der Wind uns hinträgt. Also einfach der Strömung hinterher. Beziehungsweise ich habe gerade noch eine große Insel auf dem Radar, wollen wir da vielleicht hin? Ja. Weil wir brauchen Titan und wir brauchen einen Handelsposten für mehr Titan und so. Das Typische halt. Titan, mehr Titan, noch mehr Titan. So ungefähr. Links Kartoffeln, rechts Kartoffeln, überall Kartoffeln. Ja. Du hast es erfasst, Raphael. Das Raft ist zu schnell. Ich hol's nicht wieder ein, wenn ich runterfalle. Doch, jetzt zu gehen. Beziehungsweise, was heißt runterfalle? Runterklettere, weil ich versuche, aus Detail Planks eine Rampe unter Wasser zu bauen, um zu gucken, ob mein Bug noch funktioniert. Ich hol kurz Nägel. Ist mir jemand böse, wenn ich sämtliches Plastik verbrauche? Ich brauche jetzt keins mehr. Ich muss ja nichts mehr bauen aus Plastik. Okay, ich lass mal ein bisschen übrig. Ja, das wäre ganz sinnvoll. Okay, ach so, das macht 10 Stück. Ups. Ich glaube, ich habe ein bisschen viel Feuerwerk. Der Insel voraus. Ich hab 200 ich Feuerwerk. Ah, nee, nicht ganz. 200, 180. Aber bis jetzt, ja? Warum? Und man kann es aus der Hand starten. Ja! Da ist eine Insel. Schön. Finde ich gut. So, jetzt gib mir meine Möbel wieder. Jetzt muss ich wieder neu anpinseln. Ja, ich habe mir sogar die Farbe schon rausgesucht gehabt. Boah. Ja, ich wo ist das Schiffsmobil eigentlich? Tobi, versuchst du das Spiel zu crashen? Wo hast du das hingehangen? In deinem Zimmer. Ach, da. Nein, ich versuche nicht, das Spiel zu crashen. Ja,
Warum baust du dann so viele Feuerwerke auf einmal? That's not my intention. Das ist nicht deine Intention, aber es könnte eine Konsequenz des Handels sein. Hanna, beim Sofa bitte Sekundärfarbe Holz. Darf ich ganz kurz erwähnen, dass diese... So? Ja. Dass diese was? Dieses Feuerwerk, guck mal nach vorne hier. Dieses Feuerwerk, ne? Du kannst es so drehen und Feuer! Frei! Ah, wir können die Insel angreifen. Ich würde doch mal hier oben anmalen kurz. Das bedeutet Krieg. Krieg den Vögeln! Warte, können wir die Vögel oder die Warzenschweine mit Raketen abschießen? Ich muss hier nochmal umplatzieren, der ist immer noch nicht richtig. Vögel und Warzenschweine mit Raketen abziehen. Kann ich die mit einem Seil verbinden? Jetzt? Nein, leider nicht. Okay, Pascal, setz dich mal hin und guck, ob das gut aussieht. Irgendwo, wo du es siehst. Warte, ich gehe mal auf die Insel. So fliegt das nicht, ne? Jo, ich sehe es. Wieso? Raphael, bist du das, der auch eine gelbe Mütze... Achso, du hast den Helm auf, okay. Alles gut, hab nichts gesagt. Was sollte ich sonst aufhaben? Das sieht tatsächlich recht gut das aus. Das ist cool. Ich müsste nur noch höher gehen. Oh, eins vergessen. Auf jeden Fall. Ich müsste dann auf jeden Fall nur noch höher gehen später. Du hast den Vogel nicht getroffen. Was? Vogel? Wo? Da war knapp daneben irgendwo eine Möwe, die dort lang flog. Das wäre lustig gewesen. Ich versuche jetzt mal ein Warzenschwein abzuschießen. Hallo Vogel. Kann man den Vogel... Nein, kann man nicht, schade. Warum ich weiß es der Vogel nicht. Man weiß nicht, ob er Schaden gemacht hat. Nö, diese scheiß Steinvogelviecher. Kreischer. Die müssen doch noch ausradieren, den. Weil ja, ich bin schon dabei. Ab der Schießen nervig werden. Das war's mit Raft. Mit dem Projekt zumindest. Wir werden noch eine Folge aufnehmen, wo wir einfach mal eine Roomtour machen von dem Raft, was wir jetzt final sozusagen gebaut haben. Ihr seht schon dort hinten, da ist plötzlich noch so ein großer Turm drauf. Den haben wir jetzt noch dazu gebaut. Der wird dann da auch mit vorkommen. Das wird aber erstmal die letzte Folge sein, die wir hier in Raft in diesem Projekt aufnehmen. Mal gucken, ob wir in Zukunft nochmal irgendwas dazu machen. Aber gibt ja noch genug andere Projekte und wir müssen sowieso dieses Jahr erstmal schauen, wie es so wird. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja, also mir hat es auch Spaß gemacht, das Projekt. So was bauen. Raffi entschuldigt sich leider, weil sein Kopfhörer kaputt ist. Dadurch kann er leider dieses Mal nicht dabei sein. Also ihr müsst wissen, wir nehmen das hier, diese Endziehen sozusagen nochmal ein ganzes Stück später auf, als die, das ist ja ein Anfang von der Folge, den ihr jetzt noch gesehen habt. Genau, dann sind wir nochmal nach Utopia zurückgefahren, um das hier dann nochmal um das ganze Projekt abzuschließen. Und ich würde sagen, da wir nochmal so ein schönes Item entdeckt haben, das würden wir dann auch nochmal hier vorführen, ne? Ja. Da könnt ihr jetzt auch anfangen. Ich finde es ein sehr schöner Abschluss für ein schönes Projekt. Die fliegen auch unterschiedlich hoch. Na, je nachdem, wie der Winkel ist. Stimmt, ja. Damit einen wunderschönen Tag noch und bis zum nächsten Projekt. Tschüss. Tschüss.